Freunde, ich hoffe, euch da draußen geht's allen gut. Wir sind gerade in der Parkgarage, ich habe mal wieder eingeparkt, wie ein spitze Einparker. Man sieht, glaube ich, ich stehe perfekt in meiner Linie, heilige Scheiße. Auf jeden Fall, Freunde, ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Steht heute eine fette Pull-Einheit an, ich nehme euch das ganze Training mit. Wir labern ein bisschen, es gibt ein bisschen was zu erzählen, ein paar News. Auf ganz entspannt einfach, Freunde. Lehnt euch nach hinten, holt euch was zum Snacken, Alter, und gönnt euch jetzt dieses verdammt geile Video. Gebt jetzt schon mal dem Video ein Like. Oder Mot. Digga, es ist Feueralarm. Das ist gerade Motor abstellen und Garage verlassen gestanden. Egal, wir bleiben drin. Das ist ja bodenlos. Übrigens, es ist jetzt mein zweiter Monster am Weg hierher. Ich hatte nämlich ein bisschen Zeitverzögerung, deswegen habe ich mir gedacht, okay, ein zweiter geht sich noch aus. Bedeutet ein Liter Monster vorm Training, Leute. Also wenn es mich heute nicht in ein anderes Universum schiebt, dann weiß ich auch nicht. So, Freunde, ganz kurz. Jedes Mal, wenn ich hier vorbeigehe, Frank Zane einfach. Göttlich, heilige Scheiße, Leute. That's the goal. So, Freunde, ihr seht, wir starten wie jede Pull-Einheit mit Überzügen, um erstmal richtig geil Blut einfach in den Rücken zu bekommen, geile Muscle-Mind-Connection einfach zu bekommen. Also, mir hilft das extrem einfach, um mal mich richtig in den Rücken reinzufühlen, ein geiles Feeling zu bekommen und in nacherer Folge dann bei den weiteren Übungen noch mehr geben zu können, noch mehr only aus dem Rücken arbeiten zu können. Bockt einfach pump. Es war jetzt der erste Arbeitssatz. Ich habe einen Aufwärmsatz davor gemacht, jetzt einen Arbeitssatz. Heilig Scheiße, ich bin aus Atem. Und der Pump ist jetzt schon geistig. Das heißt, wir machen da jetzt nochmal dann einen Satz. Ich mache immer so zwei Sätze. Und dann geht es weiter auch schon zum Nachzug, Freunde. Okay, Freunde, ihr seht, zweite Rückenübung, insgesamt jetzt 6 Sätze für den Rücken geballert, Pump ist geistesgestört am Start, Freunde, und so muss das sein. Ich bin jetzt übrigens derzeit als kleine Information für viele, weil das viele nicht wissen oder viele mich das besser gesagt immer fragen, ich wiege derzeit 89,5 bzw. 90 Kilo, tagesabhängig derzeit, bin auf 2500 Kalorien, ab und zu baue ich so High Days ein, 3-4 Tage, wo ich halt einfach auf 3000 gehe oder so. Und so schaut so derzeit meine Ernährung bzw. Kalorienanzahl an, die ich esse, mein Gewicht und Größe, weil es auch immer viele fragen, so 1,78, 1,80. Und ja, das sind so meine derzeitigen Stats auf jeden Fall. 45 Kilo pro Seite sind drauf, jetzt gibt es fette Rows, Alter. So, Freunde, jetzt kommen wir auch mal zu einem sehr wichtigen Thema, weil ich bekomme einfach so viele Fragen dazu täglich gestellt, was denn eigentlich mit Dubai ist. Ich habe, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder so das Video hochgeladen, dass ich nach Dubai gezogen bin, was ich auch war. Ich bin 4 Monate in Dubai gewesen, beziehungsweise habe 4 Monate dort gewohnt, offiziell alles dort gemeldet, bla bla bla. Aber ich musste es verlassen, weil ich einfach, ich sage es euch ganz ehrlich, nicht klargekommen bin, die ganze Zeit dort alleine zu sein. Ich habe zwar dort Leute kennengelernt, etc., aber ihr könnt euch vielleicht vorstellen, ich bin ganz alleine mit 18 dort hingegangen, habe dort niemanden gekannt, niemanden gehabt,
Und klar, wie schon gesagt, ich habe Leute kennengelernt, etc. Aber es ist halt einfach was anderes, als wenn ich hier in Wien, wo ich meine alteingesessenen Freunde habe, meine besten Freunde mehr oder weniger, meine Familie und so weiter. Es ist einfach was komplett anderes und ich bin kopftechnisch, psychisch einfach nicht drauf klargekommen. Ich weiß nicht, ich habe mich nicht so gut gefühlt. Viele haben auch gesagt, sie haben es an meinen Stories etc. gemerkt, dass es mir nicht so übertrieben gut geht, was auch gestimmt hat. Oft bin ich aber am Abend wirklich so Art Zusammenbrüche gehabt und so weiter. Das war auf jeden Fall nicht leicht teilweise. Und dementsprechend habe ich mich einfach dazu entschieden, Freunde, back to the roots nach Wien. Und jetzt sind wir wieder hier, Freunde. So viel zu dem Thema, dass das mal klargestellt ist. Und ja, jetzt habt ihr hier die Antwort. Und einen zweiten Scoop, Freunde. Während dem Training mache ich öfters mal, dass ich einfach nach den ersten zwei Übungen so ein bisschen mal Pump Booster hinterherhau. An der Stelle Gold Pump, Freunde, krasses Teil. Ich verlinke euch unten in meiner Videobeschreibung einen Rocker-Link, da bekommt ihr direkt 10% drauf. Also mit Code Manuel spart ihr 10%. Der Code sollte schon voreingegeben sein, Freunde. Das heißt, drückt einfach auf den Link, gebt Produkte in den Warenkorb und dann werden euch eigentlich schon normal 10% abgezogen. Wenn nicht, einfach Code Manuel eingeben und dann bekommt ihr 10%. Auf jeden Fall, ja, gönne ich mir ab und zu mal einfach schon mitten im Training rein, manchmal auch am Anfang des Trainings, um einfach den Pump nochmal auf ein neues, perfektes Level zu bringen. Is it what do you see as you twist the tiles beneath our feet? What do you see? Wir haben hier Besuch bekommen, mein Lieber. Der Herr, liebe David. Ja, oder eher haben wir Besuch bekommen. Ich bin ja schon ein bisschen länger da als der Mann. Wie läuft's im Studium, David? Ja, alles fit, kann man nicht beschweren, hab noch Urlaub, also. Mein Junge, konzentrier dich aufs Gym, Freunde. Gym is live. Das ist jetzt wieder so unnötig gestellt, weil wir gerade die Cam angemacht haben. Aber wir haben gerade darüber geredet, wie läuft's bei deinem Minicut, David? Ja, ich mache jetzt auch seit eineinhalb Wochen eigentlich Minicut, war leider davon 4 Tage krank oder so. Das habe ich jetzt. Hast du da Kalorien erhöht? Nein, ich habe trotzdem also 3800 Kalorien gegessen. Freunde, ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr krank seid, geht wenigstens mit den Kalorien auf Erhalt. Ja, das Ding. Damit ihr eurem Körper Energie bzw. Energie in Form von Kalorien zuführt, damit ihr auch gescheit regenerieren kann und Energie hat, um zu regenerieren. Ja, also halt, wären halt so über 4000 gewesen, habe ich nicht geschafft, wo ich krank war zu essen. Okay, einfach, stimmt. Stimmt, das darf man nicht vergessen. Manchmal tut man sich sehr, sehr schwer, wenn man krank ist. Aber ich bin ja auch jetzt seit, ich glaube, das ist jetzt die 5. Woche, die ich im Minicut bin. Man darf dabei nicht vergessen, ich habe, glaube ich, insgesamt eine Woche mehr oder weniger Diet Break gemacht. Wie gesagt, ich gehe das Ganze etwas entspannter an. Ich will jetzt nicht schnellstmöglich in die beste Form gehen. Ich nenne es nicht mehr Minicut, sondern so ein bisschen diätmäßig. Ich mache einfach alles smooth, langsam, Schritt für Schritt und recht nachhaltig. Weil ich will nicht wieder in so eine, sag ich jetzt mal, Essstörung reingeraten, wie es teilweise nach dem Wettkampf war, wo ich einfach wirklich so Fressattacken hatte und so weiter. Deswegen 2-3 Wochen auf 2,5, dann fühle ich mich so ein bisschen, okay, ich könnte jetzt wieder ein bisschen mehr gebrauchen, mache ich so ein paar 3-4 Tage, so High Days, wie ich schon vorhin gesagt habe, auf 3000, 3200, dann gehe ich wieder back auf 2,5 und so wird meine Form gerade wirklich, wirklich gut. Ich werde ein bisschen leaner, nehme langsam Gewicht ab und ja, wie viel hast mal du schauen. Bisher jetzt 5 Kilo. Das sind 4,5, 5 Wochen. Ja, ich habe jetzt wegen der Krankheit in 1,5 Wochen 3 Kilo gleich verloren. Das ist bodenlos. Ja, aber ich habe auch in der ersten Woche, ist immer, am Anfang geht richtig viel Wasser verloren, Freunde, ganz klar. Das heißt, dranbleiben, Freunde. Es ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja, bleibt einfach dran, zieht durch, Leute. Und über einen längeren Zeitraum, ihr werdet sehen, wird der Erfolg kommen. Wir kommen jetzt mittlerweile schon am Ende des Trainings eigentlich an. Jetzt werden noch die letzten Nerven gefordert, Freunde, aber es macht echt Bock. Pump sitzt, wie schon gesagt, wir machen auf jeden Fall jetzt noch Shrugs. Ich trainiere jetzt Nacken auch schon, glaube ich, seit mittlerweile einem halben Jahr oder so isoliert. Geht gut voran. Jetzt noch einen Aufwärmsatz und dann ballern wir 5 fette Arbeitssätze. Bye.
so leicht, da muss Gewicht dran. Willkommen zu einer meiner Lieblingsübungen. Und zwar, die habe ich jetzt eigentlich recht neu eingebaut. Alter Schwede, im Spiegel sieht der Prinz Brachial. Auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, von wem ich diese Übung habe. Ich glaube, von Urs oder so habe ich die mir mal abgeschaut. Du stellst dich hin, Arm bleibt hinterm Körper und dann einfach einen Curl am Kabelzug. Das Geile ist nämlich, ich mache das viel lieber am Kabelzug, als wenn ich jetzt mich mit einer Kurzhantel hinstelle und so mache. Weil ich finde irgendwie da der Pressure, den du andauernd hast, ist einfach sowas von geil durch den Kabelzug. Und probiert das aus, Freunde, müsst ihr schauen, ob es euch gefällt. Ich kann es euch nur ins Herz legen, euer Arm wird euch danken. Und ich weiß nicht warum, ich habe da so einen blauen Fleck, keine Ahnung, wie der gekommen ist, nach dem letzten Pultraining. So, meine Lieben, wir sind mittlerweile außerhalb des Gyms, war eine krasse Einheit und jetzt der Struggle, wie jeden Tag, schauen, ob wir in der Parkgarage was zahlen müssen. 3 Stunden ist gratis. Yes! Ist sich genau ausgegangen. Wir haben es jetzt 15.18 Uhr, um 12.34 Uhr waren wir hier. Knappes Ding, oder? Ein paar Minuten, glaube ich. Rechnen, Leute, ihr wisst Bescheid, ist nicht so ernst. Heilige Scheiße. Ich freue mich jetzt auf zu Hause, Leute, weil ich habe fucking Hunger. Erstmal was Gutes fressen. So, Leute, übrigens, für alle, die das letzte Video gesehen haben, ihr wisst Bescheid, ich habe im letzten Video gesagt, ich probiere bald die 20.000 Kalorien Challenge. Versuche 20.000 Kalorien in 24 Stunden zu essen oder weniger als 24 Stunden. Bedeutet, Leute, mein Plan wäre es, das als nächstes Video zu machen. Das heißt, die 20.000 Kalorien Challenge wäre dann das nächste Video, was nach diesem kommt. Dementsprechend, lasst mich nochmal wissen, ob ihr darauf Bock habt. Schreibt in die Kommentare, ihr wollt die 20.000 Kalorien Challenge sehen. Ihr wollt sehen, wie ich mich überfresse, wie ich mich gefühlt ankotze und halb verrecke. Dann werde ich das machen für euch, Freunde. Ich bin auf jeden Fall hyped, ich habe Bock irgendwie. Und bin optimistisch. Ich weiß nicht, ob ich die 20 schaffen werde. Wir werden es probieren, wir werden alles geben, Freunde. Aber wie gesagt, lasst mich das nochmal in den Kommentaren einfach wissen. Dann mache ich das als nächstes Video für euch. Freunde, ich werde jetzt nach Hause fahren, wie gesagt. Es gibt was zum Fressen. Ich werde an der Stelle jetzt das Video beenden. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar, Freunde, wie euch das Video gefallen hat. War heute mal wirklich wieder nur Only Gym. Viele von euch haben sich das gewünscht und viele von euch hatten darauf Bock. Einfach ein Only Gym Vlog, bisschen pumpen, bisschen labern. Hier habt ihr das Video. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, Like da lassen, unbedingt, Freunde. Und einen Kommentar schreiben. Und dann alle, die mich noch nicht abonniert haben, jetzt einfach mal kostenlos rein abonnieren, Freunde. Und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video ganz, ganz bald wieder, Freunde. Ich liebe euch. Kuss geht raus. Bis zum nächsten Mal.